Der Mai hat begonnen. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum Tagesorakel vom 1. Mai. Und wir schauen gleich in die erste Karte und da haben wir das Herzchakra. Liebe ist das Herz dieser Angelegenheit. Dein Herz ist das Zentrum in deinem physischen Körper, das am stärksten auf die Liebe ausgerichtet ist. Du kannst ohne Sorge und mit offenem Herzen lieben und zulassen, geliebt zu werden, da wir dir jederzeit mit perfektem Schutz und Führung zur Seite stehen. So, warum kriegst du jetzt diesen Schutz? Du siehst, das innere Kind wird heute sehr, sehr stark angetriggert. Also, gerade Vertrauensfragen werden heute angetriggert, Kommunikation ernst nehmen, also in der Kommunikation ernst genommen werden und auch den Wunsch des Schöpfertums heute in die Balance zu bringen. Das war auf lange Zeit nicht gegeben, so du warst auch lange Zeit nicht so gefestigt in der Kommunikation für dich, auch für dich einzustehen, für dich die Positivität zu suchen. Das sind alles Dinge, die nicht so gegeben waren, aber jetzt gegeben werden können. Und da dir die Sorgen der Liebe jetzt durch die Engel schon genommen werden, kannst du dich wirklich auf dich konzentrieren. Was ist jetzt der nächste Schritt für dich? Welche Thematik mit dem inneren Kind solltest du jetzt erstmal verarbeiten? Da haben wir hier auf lange Sicht auf jeden Fall deine Träume. Ja? Was erträumst du dir? Wo willst du mehr für dich einstehen können? Was ist so dein Berufungsgebiet? Und vor allem auch, was willst du für dich in deiner Familie oder für dich in einer aufbauenden Familie noch erreichen? Das sind heute Themen, die dich sehr, sehr nicht nur antriggern werden, sondern wo dir auch hohe Resonanz zugegen kommt. Und wichtig ist immer, das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Lasse deine Gedanken an die Vergangenheit und an die Zukunft los und komme mit deinem Körper und deinem Geist immer wieder in die Gegenwart zurück. Deswegen wird das innere Kind auch getriggert, ja? Du bekommst immer wieder die Impulse aus der Vergangenheit, denkst an die Zukunft, wie schon eben gesagt, und dennoch brauchst du die Veränderung, diesen Neuanfang erstmal im Hier und Jetzt. Und diese Festgefahrenheit, deine Visionskraft zu fördern und deine Reflexionskraft zu fördern, wäre wichtig. Gerade heute an so einem Tag, dass du Vergangenes vergangen sein lassen kannst, verarbeitet natürlich, und Kommendes für dich visionär aufbauen kannst. Da ist der ganz, ganz große Punkt die Selbstliebe. Dazu gibt es heute noch ein wundervolles, kostenloses Seminar von 18 bis 19 Uhr über Zoom. Wer noch mit dabei sein möchte, meldet sich einfach bei mir, vielleicht auch in den Kommentaren hier. Ich schicke euch dann alles zu. Und was bedeutet denn, Vergangenheit aufzuarbeiten? Richtig, nicht nur den Körper reinigen und entgiften, sondern auch die Vergangenheit. Mit großer Liebe und Respekt bitten wir dich, deinen kostbaren und empfindsamen Körper zu entgiften. Auf deine Bitte hin werden wir dir sowohl helfen, Lebenskraft, fördernde Wege zu finden, mit Stress umzugehen, als auch jegliche Kummer zu erleichtern, den du beim Ablegen deiner alten Gewohnheiten empfinden magst. Überlasse deine Sorgen, Ängste und Bedenken und bade im Gefühl der wunderbaren Anmut deines frischen, gereinigten Körpers. Wir reden hier nicht nur vom physischen Körper, sondern auch vom Energiekörper. Und wir sehen hier schon die Veränderung. Ja? Dieses Entgiften ist einfach auch alte Energien loslassen, alte Verhaltenszüge loslassen. Einfach für dich in den Flow kommen und somit dein Energiefeld auch aufzubauen. Du brauchst ein starkes Energiefeld. Der Mai, der bringt dir so einiges an Thematiken, die nochmal hochkochen. Ja, du merkst es ja heute schon am 1. Mai, das Energiefeld plumpt zusammen, ja, es brummt wirklich in dir und du wirst auch sehr, sehr viele Vibrationen wahrnehmen können. Gerade wenn du ins Gespräch mit dir selbst gehst, wirst du merken, wie dein Körper beginnt reflektierend darauf zu resonieren. Und wenn du versuchst, das zu kontrollieren, dann führt es in den Verlust, ja. Lasse vorgegebene Konzepte, übernommene Meinungen und feste Vorstellungen los und erfahre die Wirklichkeit unmittelbar. Also Mindset-Änderung, Bewusstseinsänderung, alles was so war, wie du es kennst, wird sich jetzt verändern und muss sich auch verändern. Warum? Weil wir in ein höheres Bewusstsein steigen wollen in den nächsten 20 Tagen. Der 20. Mai wird ein richtig schöner Tag, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, ja. Sind jetzt doch dann 19 Tage und allein heute schon diese Trigger-Themen. Ja, schaffen wir schon. Gehen wir durch. Raus aus der Festgefahrenheit.
Gegen Ende des Tages wirst du dann merken, dass man dir immer mehr Impulse sendet, was du dir wirklich wünschst. Und was wünschst du dir? Du hast jetzt die Gelegenheit, das Drehbuch zu schreiben, entsprechend den wahren Wünschen deines Herzens. Sobald du dich klar für deine Herzenswünsche entscheidest, in dem Wissen, dass du ihre Erfüllung verdient hast und bereit bist, sie zu empfangen, werden sie plötzlich wie durch Zauber wahr werden. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Spektrum der Energien. Diese Art der Manifestation beginnt ja nicht nur in deinem Kopf, sondern auch wirklich in deinem Gedanken und in deinem Glaube. Und da bist du einfach zu festgefahren derzeit. Du bist zu sehr im negativen Außen. Das Außen fördert derzeit wirklich Stresssituationen in dir. Du machst dir wahrscheinlich sehr, sehr viele Sorgen um deinen Neubeginn im Leben, ja, wie das Leben weitergehen soll, wenn das alles vorbei ist. Aber du wirst sehen, es wird einen Weg geben und der ist für dich schon festgeschrieben. Und der ist zwar jetzt noch ein bisschen holprig, aber der wird in eine wundervolle Balance gehen auf Dauer, ja, wenn du heute beginnst, daran zu arbeiten. Und das kann ich dir nur empfehlen. Ich mach's auch jeden Tag. Bis dahin, euch einen schönen Tag.